Es beginnt. So. Ich beginne schon wieder mit der Catrice Prime and Fine Nude Glow Primer. Ja. Ich hoffe, dass er bald leer ist hier. Ich hatte gerade übrigens schon ein bisschen Mascara drauf. Die muss ich mir jetzt gleich mal kurz runterholen. Ich bin gerade nämlich schnell mal kurz zur Post gefahren, um ein Trashpäckchen abzuholen. Ja, und ich werde jetzt erstmal kurz meine Augen ein bisschen dann entmaskaren. Abschminken kurz, wartet. Ja, aber ich denke, das ist okay so. So, Make-up, ne? Make-up. Da habe ich gar keins zum Testen immer noch nicht. Vielleicht in dem neuen Trashpäckchen. Ich habe ja hier diese Full Coverage Concealer Sache von NYX in meinen neuen 7 Produkten drin. Das könnte ich vielleicht dann irgendwie mit einbauen. Und ich denke, ich nehme die L'Oreal Le Teint Perfection Matte, Foundation dazu. Ich werde jetzt erstmal einfach in den Concealer reingehen und so das Gröbste mal ein bisschen abdecken hier. So ein bisschen, weil ich habe jetzt keine wahnsinnig... Ich habe keine Augenringe, aber ihr seht ja meine Rötungen hier. Und das versuche ich jetzt einfach ein bisschen damit abzudecken. Die Farbe, die ist nämlich nicht optimal, weil die ist so leicht rosé. Aber ja gut. Ich hätte übrigens auch mal meine Nägel mal machen können. Ich habe diesen Nagellack schon ewig jetzt drauf. Ich mache immer den da wieder da drüber, weil ich den so toll finde im Moment. Von Essie ist das einer. Den hatte ich im Trashpäckchen. Social Lights heißt der. Ja, und eigentlich wollte ich den gerade noch mal drauf tun, aber so ist das halt, ne? Ja, so, also, genau, der hieß übrigens Full Coverage Concealer Above and Beyond. So sieht der aus. Keine Ahnung, ob es den noch gibt. Den hatte ich auch im Trashpäckchen. Beauty Blender. Ich habe den gestern gewaschen. Ist natürlich wieder von gestern dreckig. Ein bisschen dunkel, ne? Ich muss mein Daylight hier mal wegstellen. Daylight. Habe ich nämlich gerade mal angemacht. Das ist das Lavender Blueberry. Ich hatte mich fast dazu entschieden, das auszusortieren. Sah ich jetzt nicht ein. Ich habe gedacht, komm, probier es einfach mal aus. Vielleicht ist es hier doch nicht so verkehrt. So. Da nehme ich die P2 Bloggers Lovies Drops. Damit kann man das alles so ein bisschen abschwächen. Die Farbe ist immer noch. Naja. Dabei sah das so hell aus, das Make-up. Guck mal. Ich finde, das sieht wirklich sehr hell aus. Welche Farbe ist das denn? 16K301. Ich finde diese... Wieso nennt man den Make-up? Warum kann man den einfach 010, 020 machen? Naja. Von mir aus auch wegen den Untertönen hier, weil manchmal machen die das ja auch wegen warm, kühl, Gelbstiche, was auch immer. Dann soll man einfach für G, J, Y dahinter machen, für Yellow vielleicht oder so. Keine Ahnung. Oder ABC meinetwegen. Aber 16K301, voll toll. Ja, so sieht das Make-up schon wieder ganz okay aus, finde ich. Das sieht jetzt nicht mehr zu dunkel aus, oder? Meine ich das nur. Na, ich finde es, glaube ich, ganz gut. Hier oben steht auch noch eine Nummer drauf. Ne, hier steht tatsächlich was. Okay, ich nehme alles zurück. Hier steht Vanilla Rose. Ich glaube, das hatte ich auch mal im Trash-Päckchen, weil sonst hätte ich mir diese Rosé-Farbe nicht geholt. Aber ich finde jetzt so... Würde ich sagen, ist okay. Lidschatten Base nehme ich wieder die von NYX. Das ist wieder die NYX Proof It. Die alle Lidschatten, die darauf folgen, wasserdicht, also wasserfest machen soll. So, ich glaube, nee, genau, in meinen 7 Produkten habe ich kein Augenbrauenprodukt, aber ich habe da so ein paar, glaube ich, zugeschickt gekriegt. Hier bin ich. Das ist von BH Cosmetics, ist das eine Flawless Brow Trio, will ich gerade schon sagen, meine Güte. Das sieht so aus, sieht ganz gut aus. Ich glaube, das ist genau einmal Wachs, zweimal Braupuder. Ich nehme jetzt erstmal das in der Mitte, das ist das hellere Puder. Also ich finde, in Augenbrauenpuder machen... Haben die sich echt alle gemacht, finde ich so. Und ich finde mit den Pomaden, da macht sich auch die Drogerie mittlerweile. Oder zumindest etwas hoherpreisigere Drogerie. Aber ich finde, das lässt sich echt prima auftragen. Auch mit dem Pinsel hier.
Ich glaube, dieses Trio hatte ich von der Manuela. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. In meinem letzten Tausch mit ihr, kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. So, und jetzt nehme ich die andere Seite, weil das ist einmal so ein abgeschrägten Pinsel und auf der anderen Seite ist so ein Pinselchen. Da gehe ich jetzt einfach in die in das Wachs rein und ja, befestige alles so noch ein bisschen. Das geht echt gut. Doch, behalte ich. So, kommt erstmal in meine Sammlung rein. So, dann hatte ich. Achso, das muss ich auch mal wieder zumachen hier. So, und dann habe ich zuletzt diese Revolution Flawless Matte Palette bekommen. Und da dachte ich mir, probieren wir die doch mal aus. Die sieht auch sehr schön aus. Das ist diese hier. Habe ich übrigens von der, ich glaube, Julia bekommen. Die war ein bisschen enttäuscht von unserem Trash-Päckchen. Was mir auch voll leid tut. Also manchmal, also ich denke mir immer so, die Leute, die mich fragen, ob ich ein Trash-Pack machen wollen, die kennen so die Regeln. Aber wir haben da so leider ein bisschen aneinander vorbeigesprochen. Sie hat halt nicht gedacht, dass ich auch Drogerie, Kosmetik, also so Badezimmersachen da rein tue. Sie hat gedacht, das wäre reine Kosmetik. Und ich habe halt auch nicht darauf geachtet, um ehrlich zu sein. Da waren, also eine Sache, ja, da habt ihr ja selber im Video gesehen, dass ich darauf geachtet habe. Da war halt die Enthaarungscreme, die war abgelaufen. Da habe ich gesagt, ja gut, die tue ich ihr einfach so da rein noch. Aber das wusste sie ja nicht. Sie hat gedacht, ich habe da jetzt das Produkt als volles Produkt gezählt und so. Und da war wohl noch eine Handcreme, die habe ich übersehen, dass die halt abgelaufen war. Und die hatte ich halt aus Trashpäckchen. Und habe die dann einfach weitergegeben. Da habe ich halt überhaupt nicht drauf geachtet. Das tat mir halt voll leid. Ja, und da war wohl auch nicht ganz so viel für sie dabei, so wie ich das so verstanden habe. Ja, sie hat halt jetzt diesmal das Pech gehabt, was ich halt auch schon ganz oft hatte, dass, ja, dass es irgendwie nicht so ganz gepasst hat. Also das tut mir dann halt leid, aber das ist halt so das Risiko bei den Trash-Päckchen. Weil wenn ich bedenke, ich krieg so viele, also ich mache so viele Trash-Päckchen und so viel geht davon weg. Also das Porto ist schon relativ teuer, aber ich mache das so aus dem Spaß heraus. Achso, übrigens, ich habe gerade die hellste Farbe einfach zum Verblenden genommen. So, und jetzt gehe ich in so einen schönen warmen Braunton. Hier, ich sowas in der Richtung. Ja, ich nehme den hier. Also kleiner dürften die Pfännchen nicht sein. So. Und ja, ihr seht ja, was ich damit mache, ne? Mach mal ein bisschen näher ran. Aber Julia, auch hier nochmal, es tut mir wirklich leid, also es war nicht meine Absicht. Mein Make-up sieht voll blass im Gegensatz zu den Augen aus. Naja, gut. Jetzt nehme ich, denke ich, so einen Ton hier und dann gehe ich einfach über das komplett bewegliche Lid damit. Also ich denke, die Palette, die ist super schön anzusehen. Aber da die Lidschatten sich nur so immer so ein Müh unterscheiden, kann man da jetzt nicht, wer weiß, was mit reißen, denke ich. Also das ist eine nette Spielerei für Leute, die genug haben, denke ich. Oder die einfach nur auf so schlichte Make-ups stehen. Aber schaut mal, das ist wirklich so, das sind immer nur Nuancenunterschied, ne? Ob man das in der Sammlung braucht, sei dahingestellt. Aber ich finde sie schön. So, ich gehe jetzt in so einen Ton hier rein, weil im Endeffekt sind die drei Töne ja fast gleich. Das ist ja egal, welchen ich da nehme. Und mache mir da so ein bisschen Tiefe ins Make-up, also ins V rein, nenne ich es jetzt mal, ins Äußere. Aber ich glaube, mir fehlt so ein bisschen also Schimmer auf dem Lid. Muss ich gleich mal gucken, was ich da noch zaubern kann. Vielleicht mit irgendeiner neuen Love-Palette oder so, da sind auch so geile Farben drin. So, und dann hier unten am Auge auch mal so mit dem Resten vorbei. Ich sehe echt voll blass aus. So, dann habe ich ja die Dare to Dare-Palette, da ist bestimmt irgendwas dran, was ich so als Schimmertopper nehmen kann. Also da, wenn da nichts bei ist, dann war ja auch nicht. So, was können wir dann hier gucken? Ich glaube, Rebel ist eigentlich ganz cool. Vielleicht finden wir ja doch noch was anderes. Das weiße hier vielleicht. So sieht das Make-up ein bisschen aus wie von der Heat-Palette geschminkt, finde ich. Ich weiß jetzt gerade echt gar nicht, was ich da drauf klatschen soll. Vielleicht der hier.
Nee, ich glaube, davon nehme ich jetzt nichts. Ja, ja, so viel zum Thema. Da muss doch was bei sein. Ob das Make-up jetzt gerade hier, ist die zu, weiß ich nicht, kühl vielleicht oder so. Aber ich habe bestimmt noch irgendwas. Irgendwas habe ich noch rumfliegen. Beachtet. Vielleicht nochmal so ein Pigment von Essence vielleicht. Das ist die Farbe Pure Love. Ich probiere mal eben aus, wie das so ist. Ja, das könnte mir gefallen. Schon Ewigkeiten her, diese Pigmente. Hatten die damals, ich glaube, 20 Stück im Sortiment oder so. Dann sind die wieder rausgegangen. Jetzt sieht noch innen so ein bisschen rein. Jetzt muss ich das natürlich aber noch ein bisschen verblenden. Das bleibt nicht so. Aber hier unten habe ich ein bisschen viel. Womit verblenden wir? Irgendwas Kühles nehmen wir da. Dann nehmen wir dieses hier. Dann sieht das nicht so gewollt aus. Ich mag das. Das sieht gut aus. Doch, gefällt mir. Kajalstifte hatte ich ja auch. Und ich glaube, da nehme ich diesen dunklen blauen hier von Manhattan. Den habe ich, glaube ich, auch von Julia gekriegt. Deep Ocean heißt er. So ein Automatikliner, den man nicht anspitzt. Ja, er malt, was ich immer gut finde. Sieht man auch. Ja. Müssen wir nur gucken, wie der so bleibt oder ob der auch in den Innenwinkel rutscht. So als Augenpulpelchen. So, jetzt haben wir ja die... Oh, ich muss das Pigment mal zuschrauben wieder, bevor das hier gleich alles voll rieselt. Aber ist eine wirklich eine sehr tolle Farbe, muss ich sagen. Also gut, dass ich den behalten habe. So. Big Eyes für obere Wimpern und untere Wimpern steht da. Ja, dann machen wir das doch mal, ne? Aua. Ja, also die Mascara, die ist... Ich sag mal ganz nett hier, ne? Ich habe das Gefühl, meine Wimpern sind wieder mega kurz geworden. Sind die echt? Ich muss wieder Revitalech benutzen. Ist aber auf jeden Fall voll okay, die Mascara. Also jetzt muss ich mal ganz eben hier... Ja, definitiv sind die kürzer geworden. Ich habe das jetzt auch sehr vernachlässigt mit Revitalech. Irgendwann, wenn man dann lange Wimpern hat, dann achtet man dann nicht mehr so drauf. Dann, ne? Aber jetzt sollte ich dann doch wieder anfangen damit. So, jetzt die unteren Wimpern mit der anderen Seite, weil die ist halt so eine kleinere Bürste. Hatte ich übrigens auch im Trash Päckchen diese Mascara mal. Ist aber schon was länger her. Ist okay. Ob man da jetzt extra diese Bürste für braucht, sei dahingestellt, muss ich jetzt auch einfach mal sagen, ne, zu der Verteidigung, aber ist okay. Ist eine solide Mascara. So, jetzt kommt das, der Bronzer, dafür zoome ich euch wieder raus. So, Bronzer, so, ist von Love, den Bronzer, in der Farbe 10. Und damit wärmen wir jetzt so ein wenig das Gesicht auf. Dann gehe ich gerne mit meinem riesigen Kabuki so ein bisschen komplett so da drüber. Ach übrigens, ich habe das Dings vergessen. Ich habe nämlich von MAC habe ich mir so ein Refill gekauft im Kleiderkreisel in der Farbe Ample Size. Und da hat mich eine Zuschauerin draufgebracht und sie meinte zu mir, wegen diesen Catrice-Lidschatten, der ja, den ich ja gerne verwendet habe, um zu setten, den Oops Nude It Again, weil der war super, hat sie gesagt, ich soll mir den mal anschauen, den gibt es nur als Refill leider, sagt sie, aber das soll wohl richtig gut für trockene Haut zum Abpudern sein. Ja, und dann habe ich mir den gekauft im Kleiderkreisel. So. Mal gucken, wie flawless das jetzt ist. Das Augen-Make-up gefällt mir übrigens sehr gut. Also, jetzt kommt Blush. Da habe ich auch dieses hier. Das habe ich auch von der Julia bekommen. Ich habe gerade, weil ich habe alles da oben drauf gelegt und da ist natürlich dann ziemlich viel von der Julia rausgekommen. Catrice 010 Mrs. Summer Peach nennt sich das. Und ich finde, das sieht optisch sehr schön aus.
So, erstmal vorsichtig, wer weiß, wie das pigmentiert ist, ne? Ja, es ist gut pigmentiert. Ich bin da nämlich nicht viel reingegangen. Aber ich würde sagen, das darf erstmal bleiben, obwohl ich so viele letztens deklattert habe. Highlighter. Total cool. Da gibt es, habe ich jetzt im Moment diesen hier von Love in der in meinen 7 Produkten drin. Der ist richtig schön. Werdet ihr jetzt auch sehen. Muss ich da was sagen? Das reicht doch schon, oder? Hammerschön. Ich finde das übrigens der Love Lights. Ja, so heißt er auch. Ich habe erst gedacht, so hieß die Reihe. Nee, aber so heißt er wohl. Schaut. Der ist so schön. Und als Lippenstift verwenden wir auch einen aus meinen 7 Produkten. Und zwar ist es aus der Ethic Touch LE von P2. Der ist schon alt. Ja. Und aber der ist noch voll okay. Ist ein Terracotta Rot-Orange. Deckend, aber lässt trotzdem noch so bisschen Lippe durchscheinen. Finde ich sehr schön. Den habe ich damals sehr gerne verwendet. Und der fühlt sich auch wirklich toll an auf den Lippen. Und dann habe ich hier so ein Fixing Spray mehr gekauft bei Flaconi. Das verwenden wir jetzt einfach mal. Das sieht so aus, schön, das sieht schick aus. Also mal gucken, wie der Punktzerstäuber überhaupt ist. Okay, es kommt viel raus, aber es verteilt sich schön. Geruch ist so ein bisschen, kommt mir bekannt vor, seifig, finde ich gut. Doch, mag ich, riecht gut. Also zumindest so ne, vom Sprühen und so. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht läuft mir das Make-up gleich auch so runter, wer weiß. Ja, das ist er Look, ne? Ist er Look hier. Ja, finde ich gut. Finde ich sehr schön geworden, den Look. Also sowas trage ich sehr gerne. Ja, meine Lieben, jetzt gleich mache ich nämlich ein Trashpäckchen auf. Ich freue mich voll. Bis dann, ciao.